ihre Hausaufgabe erledigt haben gegen den USC Freiburg. Nachdem der Start in die neue Runde ja bislang geglückt ist, die letzten Jahre in der Basketball-Bundesliga der Damen, die waren ja geprägt vom Dauerduell Wuppertal gegen Aschaffenburg. Und die Wildcats vom Bayerischen Untermain haben sich heuer mit prominenten Namen verstärkt. Gegen Bochum und in Recklinghausen hat man auch problemlos gewonnen. Und die Weste sollte auch heute weiß bleiben im Spiel gegen den Aufsteiger, gegen die Gäste aus Freiburg. Gerade mal 21 Jahre beträgt das Durchschnittsalter der jungen Freiburger Mannschaft, die allerdings gecoacht wird von einem ganz alten Hasen im Basketballgeschäft, und das ist Suscha Bokshay. Nach dem Aus als Spielerin in Aschaffenburg jetzt also die Rückkehr in die Unterfrankenhalle auf Seiten des Gegners. 5 Neue sind bei Aschaffenburg verpflichtet worden. Die Jugoslawin Anna Marjanovic, 33 Jahre alt, mit der Nummer 10. Sie spielt auf der Center-Position. Roli an Nikakbaze, 17 Jahre alt, da lässt der Nachwuchs schön grüßen. Tali Bevilacqua ist dabei, 50 Länderspiele für Australien, hat die Aufbauspielerin auf dem Buckel. Und dann kommt schon der Star-Einkauf. 1,93 groß mit der Nummer 14, 166 Länderspiele für Deutschland. Heike Roth, zuletzt in Italien unter Vertrag. Nach 3 Jahren Ausland hatte ich eigentlich sag ich mal, die Nase voll. Also es hat mir immer super viel Spaß gemacht. Die 2 Jahre Italien, das Jahr Spanien war halt schon eine schöne Sache. Aber ich habe meinen Freund halt auch hier, und halt die räumliche Trennung, das ist halt auch immer noch ein gewisser Grund. Und ja, eigentlich wollte ich schon aufhören. Dann hat halt Bernd Motter nochmal angerufen und hat mich dann doch nochmal ein bisschen überredet, noch ein Jahr weiterzumachen. Tja, vielleicht hängt sie ja sogar noch ein Jährchen dran. Denn noch immer sind es über 20 Punkte pro Spiel im Schnitt für die mittlerweile 32-jährige Roth, die auch heute ihrem Ruf als Topscorerin alle Ehre machte. Aschaffenburg mit schnellem Beginn. Bernd Motte, der Trainer, konnte da geruhsam auf seinem Stuhl draußen sitzen. 14:2 nach wenigen Minuten. Aschaffenburg mit einem Blitzstart. Bis dann Freiburg sich seiner Qualitäten besann und Lubi Schulze, die ehemalige Aschaffenburgerin, ihre Freiburger Mitspielerinnen animierte, mal ein bisschen zu punkten. Da haben wir sie, Lubi Schulze. Wir haben noch keine eingespielte Mannschaft mit unseren 5 Neuzugängen, so meinte der Aschaffenburger Coach vor dem Spiel. Und solche Szenen hier, die mochten ihm recht geben. Da wurde noch ein wenig überhastet, oft vergeben, aber die Wildcats, sie spürten wohl, auch wenn wir hier denken, wir sind im Ringkampf. Nein, das ist noch Damenbasketball. Die Wildcats spürten, dass heute vom USC Freiburg, vom Aufsteiger, keine allzu große Gefahr ausgehen sollte. Und Suscha Bokshay hob da in der Auszeit draußen schon warnend den Zeigefinger. Sie hatte vor der Begegnung gesagt, wir werden hier nicht gewinnen können, aber wir wollen ein schönes Spiel zeigen. Und das sahen die Zuschauer in der Unterfrankenhalle nur phasenweise. Freiburg konnte noch verkürzen vor der Pause, der Spielstand aber schon sehr deutlich. Der Aschaffenburger Sieg erschien heute ungefährdet. Freiburg in den beiden verbleibenden Vierteln bemüht, den Rückstand zu begrenzen, aber Aschaffenburg wollte nun mehr. Der Sieg in dreistelliger Höhe, der war möglich. Die Abwehr, die spielte aufmerksam, und im Angriff, da liefen die Kombinationen. Steffi Wegler macht hier einen schönen Dreier. Und da steht es bereits 71:34. Wenige Sekunden waren noch zu spielen, 99:55. Und mit der Schlusssirene ist Heike Roth zur Stelle. Besorgt das Endergebnis 101:55. Der Aschaffenburger Kantersieg perfekt. Unsere Defense stand und das war unsere Stärke. Dadurch konnten wir halt in der Offense ein bisschen kombinieren, alles ein bisschen lockerer sehen, und dadurch haben wir das Spiel gewonnen. Es geht also gut los am Untermain. Auch im Europapokal ist Aschaffenburg die Hauptrunde schon sicher.